tritt gegen Tina Ferrari an und die macht sich natürlich Sorgen, dass da irgendwas versteckt ist in dem Ding. Please do me a favor and check the cast. Tina Ferrari wants the cast checked, referee. Genau, sie insistiert, sie will, dass dieser Verband, dieser Gipsverband untersucht wird. DeMardo wird handgreiflich hier. Nur wobei ich nicht ganz verstehe, dass sie überhaupt mit dem Gipsverband reingelassen wird in den Ring. Ach, ich weiß nicht. Dustin Rhodes hat auch mit dem Gips gekämpft. Na ja, aber natürlich sind da schon wieder einige Verletzungen fast angesagt. Und ganz besonders, wenn ein Attaché involviert ist in die Kiste. Und der Kampf wird freigegeben und ich darf ganz einfach ein bisschen mit Tina Ferrari mitzittern, Uli, ja? Na gut, ich kann es überhaupt nicht verstehen, aber gut, okay. Attaché natürlich ganz link hat sie angegriffen, bevor der Kampf überhaupt richtig gestartet ist. Und sofort mit ihrem Gips. Genau, mit ihrem Gips zugehauen. Das wusste Tina natürlich. Deswegen hat sie auch beanstandet, dass der Verband, dieser Gips, vorher nicht untersucht wurde. Aber irgendwie scheint Attaché mehr Gefallen an einer Konversation mit den Zuschauern zu finden, als an einem Wrestling-Match hier. Nochmal mit dem Gipsarm, direkt auf den Kopf. Hässliche Aktionen. Hässliche Aktionen, ja, aber wir haben es ja von Anfang an gewusst und Tina Ferrari wusste es auch. Also gut, jetzt muss sie damit leben. Clothesline mit dem Gipsarm habe ich auch noch nicht gesehen, Uli. Nee. Aber Tina ist sehr schön Armdrag-mäßig. Hinten am Popo hat Attaché übrigens ein kleines Tütü angebracht. Sozusagen als Veräppelung von Tina Ferrari. Vielleicht wird dir das Lachen ja am Halse stecken bleiben gegen Ende des Matches. Was meinst du, Peter? Das Lachen oder das Tütü? Vielleicht wird es ihr noch abgemacht und sie kriegt es in den Mund gesteckt. Genau. Aber wir werden ja jeden Montag immer wieder auch von neuen Techniken überrascht, die jungen Damen hier immer zeigen. Absolut, neue Griffe. Jetzt erst einmal der sogenannte Polizeiabführgriff. Mit dem Gipsschlag hinterher. Und ein Gipsarm Hammerlock. Oh, wie nett, schau, sie ordnet das Röckchen. Irgendwann wird sie sich das mit nach Hause nehmen, Uli, ich sehe das schon. Sie hat sehr damit geliebäugelt, das Gefühl hatte ich auch, ja. Ja, und hier ein sehr guter Griff. Sie nimmt den Arm mit, indem sie ihren eigenen Körper, ihr eigenes Körpergewicht nach hinten wirft. Das hätte Barry Windham nicht besser machen können. Bitte nicht solche Vergleiche am Montag. Zumindest ist Tina Ferrari ein großer Tina Turner-Fan, wie man an der Frisur unschwer erkennen kann. Mir gefällt Tina Ferrari besser als Tina Turner. Bitte, du hast jedes Recht dazu. Oh, ein Ausheber, ein Body Slam. Obwohl ich glaube, dass Attaché jetzt lieber Tina Turner im Ring sich gegenüberstehen hätte. Obwohl die natürlich durch ihren Mann Ike auch wieder geeicht ist, also wer weiß. Tina ist jetzt absolut am Drücker, wer hätte das gedacht? Ja, und zwar mit einigen ihren guten Techniken. Armhebel hier. Und Attaché kontert auf ihre Art. Ja, Headbutt. Und noch einmal ein absoluter Knaller mit dem Gipsarm auf die Schultergegend. Und wieder die Unterhaltung mit dem Publikum. Aber das gehört auch dazu. Einmal der Schlag auf die Pinkseile. Aber wie gesagt, ihr Tutu in Lila macht sich ganz gut. Ein Hüftwurf. Eine Hüftschleuder mehr. Jetzt sucht sie sich das Seil aus, von dem sie ankommt. Die bereits vorgewärmte Stelle hat sie gerade gesucht, deswegen dauert es eine Weile. Aber schick gemacht von Tina Ferrari eben. Da muss Attaché selbst dran glauben. Ja, immer wieder sind die Fans hier im Ring begeistert. Und wie wir ja auch wissen und immer wieder hören, die Fans zu Hause genauso wie auch wir hier, Uli. Ja. Ist auch kein Wunder. Wann kriegt man sowas schon mal zu sehen? Nette junge Damen, die plötzlich fies werden. Oder fiese Damen, die plötzlich technisch noch fieser gut werden. Einander durch die Gegend werfen, ja, es ist nicht schlecht. Dennoch, also was Besseres als die Hausfrauen beim, wann war das, vor 3-4 Wochen? Hör auf mit deinen Hausfrauen. Irgendwann kommen sie wieder. Ja, das würde mich sehr freuen. Das fand ich ganz genial.
Allerdings Tina jetzt in einer prekären Lage. Der Gips schmerzt natürlich, wenn er an die Schläfe gepresst wird. Ja, Side-Headlock mit dem Gipsarm und dann das Knie hochgezogen. Das tut weh. Und jetzt... Sehr nah am Seil, finde ich hier. Aha, da ist es schon passiert. Ach, jetzt kommen wir mit. Sie hat gar nicht gemerkt, Tina hat ihr dieses Tütüchen angesteckt. Ach so, das hat sie nicht gemerkt. Nein, Tina hat ihr das angesteckt, offensichtlich. Sehr witzig. Und jetzt hat sie es bemerkt. Und jetzt kommt rasend vor Wut. Der lila Würger. Das darf sie natürlich nicht. DeMotto ist sogar beherzt dabei und hilft ihr. Ein wenig. Ein wenig. Ja, er hat es geschafft. DeMotto hat ja das letzte Mal sehr leiden müssen. Nicht zu Unrecht, würde ich sagen. Attaché ist jetzt in ihre eigene Grube geplumpst, sprich auf ihren Gipsarm. Sofern es stimmt, dass der Arm verletzt ist, er ist ja alles zuzutrauen. Naja, und wenn er nicht verletzt ist, dann hat sie sich zumindest ein eigenes Handicap auferlegt da. Und jetzt... Leg Drop, wird da gesagt. Nee, Atomic Drop. Das war so eine Art Atomic Drop. Und nochmal, ne? Ja, aber das ist ja öfter so, dass wir hier so eine Art verschiedener Griffe immer haben. Aber das lässt uns Spielraum, unsere Fantasie zu entwickeln. Wir sollten auch immer wieder darauf hinweisen, dass Tante Kitty mit am Ring ist. Tante Kitty, der... Ja, Knödel, habe ich das letzte Mal gesagt. Irgendwie sieht sie auch manchmal aus wie ein Marshmallow. Der Knödel oder der Racheengel? Ein rot glitzernder Marshmallow am Ringesrand. Arme Tina muss jetzt heftig leiden. Ja, die kann übrigens nur gestoppt werden hier mit unfairen Mitteln, denn was sie bis jetzt gezeigt hat, ringerisch war nicht so verkehrt. Aha, und jetzt? Geschickt wie eine Bitte wieder hoch. Ja. Hopp. Nun sag noch mal, Soli. Ich sowieso nicht. Ich bin davon begeistert, weißt du doch. Ja, ein Dropkick in die Hüftgegend. Der bei den Damen auch wesentlich heftiger wirkt. Bei Männern würde das verpuffen. Ja, wiederum in dieser Höhe. Ganz gefährlich wird der Dropkick erst, wenn er gegen die Kniescheibe gesprungen wird. Aber ich glaube, so gut können sie nicht zielen. Das wäre auch zu weit unten. Oh. Ja, das war geschickt. Coconut Headbutt hier. Oh oh. Hoffentlich wirft sie jetzt... Nein! Ja, da geht's andersrum. Reversal anbringen. Wunderbar gemacht. Abdecken, abdecken jetzt. Na, jetzt wird sie leichtsinnig. Und springt ins Knie, ganz klar. Das war doch zu erwarten. Zu lange gewartet einfach, ja. Attaché ist jetzt in der richtigen Stimmung. Und jetzt ist der Gong ertönt. Fragen wir uns mal, wieso. Was war da? Was war da? Weiß ich nicht. Ein DQ. Sie hat mit dem Arm. Oh, und da passiert schon wieder, was wir letzte Woche hatten. Ja, aber ich verwundere mich, weil sie hat den ganzen Kampf über den Gipsarm benutzt. Ja, und dann kommt dieser eine Moment. Einmal zu viel. Oh, einmal sogar David McClain, der... Präsident von GLOW wird geprügelt mit diesem Gipsarm und gleich nochmal. Ja, jetzt wütet sie hier durch den Ring, Attaché. Und Tina Ferrari revanchiert sich. Achtung! Und tschüss. Wunderbar. Attaché ist draußen und Tina hat diesen Kampf gewonnen. Mit Blessuren, aber sie hat es geschafft. Na, ist doch toll. The winner. Genau. Gucken wir lieber in die Küche.